herzlich willkommen hier bei Levels Card 12. Ich begrüße euch zu einem Levels Up Video. Ja, das Spiel ist Gravel, Freunde. Oder Gravel, wie man es auch nennt. Soll wohl Kies heißen, übersetzt. So, Leute des guten Geschmackes. Wir haben hier verschiedene diverse Modes, Freunde. Offroad, Masters, freies Rennen, Mehrspieler, Zeitrennen, wöchentliche Herausforderungen und Add-ons. Ich habe bisher Offroad Masters gezockt. Und da sehen wir, es gibt diverse Folgen, Freunde. Folge 1, da habe ich schon 11 von 12 Sternen freigeschaltet. Dann gibt es, ja, wie immer hier 3, 4 DLCs, die man sich im Store holen muss, um das zu zocken. Bonusfolgen. Folge 2 habe ich 8 Sterne freigeschaltet. Dann diesen Typen hier besiegt, damit ich jetzt Folge 3 freigeschaltet habe. Da kann man jetzt 9 Sterne freischalten, Freunde. Das Ganze heißt American Tour. Starten wir das Ganze mal. So. Nochmal das. Und wir haben hier zum Beispiel einen wunderschönen Mitsubishi ASX 350 PS V8 Turbo, richtig geil. Oder ein Hummer, Freunde. Hummer! Ne, nehmen wir erstmal das. So, es ist sogar Nacht, Freunde. Nacht. Perfekt. Es gibt auch 3 DLCs, zum Beispiel ein Porsche Pack haben uns die Macher spendiert. Aber es gibt auch Sachen, die man dann auch gegen Kohle freischalten kann. So, das ist ein Stadium Circuit in LA. Hier gibt es das Adrenalin all unserer Rennen und den Enthusiasmus eines vollgepackten Stadions. Ich kann mir einfach nichts Spannenderes vorstellen. Wir begrüßen unsere Fans, die uns zuschauen. Die Offroad Masters sind nach Los Angeles gekommen. Das nächste Rennen. Ja, dann fangen wir auch mal an. Insgesamt müssen wir 5 Runden fahren, aber die Strecken sind ziemlich kurz, Freunde. Daher lasst euch das nicht abschrecken. Schon sind wir in Runde 2. Das Ganze hat noch nicht mal 27 Sekunden gedauert. Eine Runde. Mit dir. Und wenn man so Sprünge macht oder diverse Stunts, dann bekommt man auch extra Punkte, Freunde. Was natürlich der Aufstieg des Levels hilft. Oh, der Mitsubishi geht ganz schön ab hier. Runde 4. Und die letzte Runde. Das Ganze erinnert mich so an Dirt Showdown. Kennt ihr das? Dirt Showdown. Und zack, erste Position, Sieger. Der Jackie Chan Mitsubishi. Eine weitere Ausgabe der Trophäe. Die Fans laufen langsam. Verzweifeln Sie nicht, denn nächste Woche sind wir wieder da und zeigen Ihnen im Gravel Channel die größten Spektakel. Gravel. Also Freunde, Trophäen freischalten ist auch ziemlich easy hier.
eine neue Strecke freigeschaltet. Stufe 10 sind wir gerade. Wenn wir Erster werden, bekommen wir direkt 3 Sterne. Bisher gesammelte Sternenzahl 22, Freunde. Und je nachdem, was wir gemacht haben, Drifts, Sprünge, bekommen wir noch extra Punkte, wie gesagt. So, jetzt geht's. Zweite. Ein Rennen ist das hier, glaube ich. Ja. Also wenn wir Erster werden, die beste Zeit 3 Sterne. Die drittbeste Zeit 2 Sterne. Abschließend 1 Stern. Ich glaube, das ist das Zeitrennen. Mal gucken. Da haben wir auch verschiedene Fahrzeuge, nicht nur Jeeps, Freunde, auch solche Klassiker wie diesen Abarth hier, 124 Rallye. Ein Murat Yusupspor. So nennt man den Wagen in der Türkei. Der wurde damals in den 80ern sehr viel in der Türkei gefahren. Also jetzt nicht diese Rallye-Version, aber der hieß auch Murat 131. Kann man auch direkt mal sehen. Diese Farbkombination gefällt mir jetzt nicht. Dafür umso mehr diese hier. Dann starten wir das Ganze mal. Mit dem Abarth 131. Geht ins wilde Alaska, durch Berge, Wasserfälle sehen wir da, Seen, wunderschöne Landschaften, Natur pur. So, also, der Erste, der es, also wenn wir das unter 2 Minuten 17 schaffen, dann bekommen wir 3 Sterne. Der Hitoshi hat das gemacht, sehen wir da rechts. Dann versuche ich mal mein Bestes bei diesem Zeitrennen, Freunde. Mit diesem wunderschönen klassischen Fiat. Los geht's! Das jetzt hier. Ups. Ah, okay. Wusste ich jetzt nicht. Das ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Machen wir einen Neustart eben, Freunde. Das wusste ich jetzt nicht. Man durchfahren muss, was wird man zurückgesetzt? Los geht's. Ach so, je nachdem sieht man das zum Schluss, wo man durch muss. Ah, ein Checkpoint-Rennen, so ähnlich, ne? Interessantes Modus, finde ich. Wenn man durch die X fährt oder daneben herfährt, wird man zurückgesetzt. Cool. Ach, da wird man langsamer. Ah. Ja, sehr interessanten Modus, finde ich. Haben sich da Gedanken gemacht, was man da machen könnte, um das Spiel interessanter zu machen. Ah, wow. Die Hälfte ist geschafft. Liegt schon der Hubschrauber, der uns aufnimmt, glaube ich. Also TV-Übertragung macht. Nein! Ja, es ist langsamer.
finde auch die Musik passend so rockig, ja. Passt perfekt zum Spiel irgendwie. Nein. Fünf Prozent noch. Schauen. Und Position 8. Das war ein Satz mit X, genau wie die grünen X, Freunde. 2 Minuten 35. Letzter Platz. Naja, gut. Zumindest habe ich euch gezeigt, Freunde. Wir haben einen Stern bekommen, dass wir das überhaupt geschafft haben, da durchzufahren. Zu beenden. So, Leute, schauen wir mal. Oh, wir haben sogar direkt drei verschiedene Folgen freigeschaltet. 3, 4 und 5. Aber ich gehe trotzdem mal hier nochmal. Machen wir eine Meisterschaft. Habt ihr Bock? Nee, oder das dauert jetzt ein bisschen. Machen wir mal ein Rennen hier in Oceania League. Folge 4. Ein Chevrolet haben wir freigeschaufelt, diesen wunderschönen blauen. Und das ist hier so von diesen DLCs, Freunde. Da gab es dieses umsonst, diesen BMW Pack. So, da haben wir zwei verschiedene Farben. Wunderschön, ja, das Himmelblau ist auch schön. 4 Runden, wolkenlos. KI-Stärke ist mittel, man kann es auch einfacher stellen oder schwerer stellen, je nachdem, wie man mag, Freunde. Mittel ist okay. So. Es geht wohl zwischen irgendwelchen Schluchten und Eisenminen, Outbacks, Wildwash. Willkommen beim Gravel Channel, meine extremen Offroad-Fans. Wir geben es zu, als wir diesen Steinbruch in Australien fanden, konnten wir nicht widerstehen. Das nächste Rennen der Offroad Masters wird hier stattfinden und es wird ein Spektakel werden. Cool. Dann lass mal loslegen hier. Outback. 4 Runden. 8 Fahrzeuge. Ich zeige euch mal die Kameraperspektiven. Man hat eine Kamera in Sicht, also eine Armaturenansicht, als ob man im Fahrzeug sitzt oder Motorhaubenansicht oder diese Aussicht. Wow. Und dann ganz ohne Motorhaube. Und von außen haben wir zwei verschiedene Aussichten. Die und die. Kurven müssen besser sein. Schulz haben wir erledigt. Freunde, wir können auch zurückspulen. Das geht auch
locker. Und diese Funktion ist echt gut, weil so hat man die Möglichkeit, so kleine Fehler auszubügeln. Wenn man zum Beispiel kurz vor dem Schluss noch irgendwo stecken bleibt und den ersten Platz verliert, dann sind solche Funktionen ziemlich cool. Zurückspulen. Und bisher unendlich irgendwie, also bei Mittelstufe kann man unendlich zurückspulen. Jetzt zum Beispiel, machen wir mal. Dieser dumme Schulz. Schulz, weg mit dir. Runde 4. Naja, Position 6. Was für ein packendes Rennen. Ich arbeite schon so lange als... Finde ich jetzt überhaupt nicht. War nicht so toll. Aber wir haben trotzdem was freigeschaltet. Generell schaltet man halt Fahrzeuge frei oder Lackierungen frei oder halt Strecken. Das motiviert natürlich einen. So Leute, das ist hier der andere Endboss. Den haben wir schon besiegt hier. Machen wir mal. Gehen wir nach Namibia. Da haben wir zum Beispiel diesen wunderschönen Volkswagen Beetle RX mit über 500 PS. Leute, Leute, Leute. Ja, wunderschöne Farbe, natürlich, klar. Aber wir können zum Beispiel, wenn wir Level 30 erreichen, diese Lackierung freischalten. Bei Level 50 gibt es das und das Ultima. Oh, diese Farbe ist schon freigeschaltet. Okay, aber ich finde das hier schöner. Sonnenaufgang, wolkenlos in Afrika. Was ich auch schön fand, ist, dass man auch Eis hat, also Schnee. Und eine andere Strecke ist zum Beispiel ein bisschen dunkel, es gibt Regen und dann diese neonfarbenen Checkpoints. Es gibt Leute, die hierher kommen, um Ruhe und Frieden zu genießen. Aber wir tun das sicherlich nicht. Willkommen in Namibia, Offroad-Fans. Hier an einem... Oh yeah, VW Polo, VW Beetle. Nochmal Innenangriff. Wie bei Forza hier 100% schaffen, also 100%. Ich hasse, wenn die Seitendinger nicht sind, nur so Fahnen sind oder so, ne? Wenn der Wagen da durchbricht, ist nicht so schön. Ich gehe mal am besten hier so besser Übersicht, Freunde. Ja, das Ganze hat schon ein bisschen Boxer-Style, ja? Mehr. Oh Mann. Mehr zum Beispiel an der Seite. Schiffsbruch da hinten.
Schiff, das an Land gestrandet ist. Boah, der Wind geht ganz schön ab. Leute, musst du so Pirouetten drehen? Mann. Dreht man so 10 Pirouetten. Jetzt auch. Oh. Leute, man sieht auch die Steine nicht auf dem Boden. Boah, jetzt reicht sie aber. Die heiße Wüste Namibia. Und wir sind auf Platz 5. Guck mal hier. Und wir fliegen durch die Luft. Yay! Wow! Und wie gesagt, Trophäen sind hier einfach freizuschalten, Freunde. Manchmal gibt es 3 Trophäen auf einmal. Also Trophäenjäger aufgepasst. Das Spiel ist was für euch. Genau das meine ich. Also, was war da jetzt? War da jetzt ein Hügel, wo man sich dann... Nein! Am besten links, Freunde. Das geht ja gar nicht hier. Ein bisschen langsamer. Und schon. Naja, gut. Jetzt haben wir Platz 5 erreicht. Lassen Sie uns das Rennen gemeinsam genießen. Man kann natürlich auch Wiederholungen machen, Freunde. Oh, freigeschaltet. Fahrzeuge, Level 11. Cool. Jetzt haben wir 25 Sterne, Freunde. Gehen wir nochmal hier nach Australien. Gut, viele Strecken wiederholen sich auch öfters, also... hier gibt es ein Eliminationsrennen. Nehmen wir mal diesen wunderschönen Alpin. Ja, ne? Und nehmen wir mal dieses wunderschöne Zitronengelb. Ein Klassiker. Ob sich der auch gut fahren lässt, mal gucken. Von der Steuerung her finde ich, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Erstmal kommt man sehr viel von der Strecke ab. Aber man gewöhnt sich dran und dieses Rückspulfunktion, das ist ganz praktisch. Wie gesagt, los geht's. Und es ist Nacht, Freunde. Geil aus.
Vollmond. Die dürfen jetzt nicht ausscheiden. Die lässt er dann. Glaube ich. Oh geil, Opel-Kadett. Wie geil ist das denn? Also ihr seht, original ist in diesen Autos. Das ist auch cool. So. Also wir fahren so lange, dann tickt die Zeit und der letzte, der wird eliminiert. Bis dann der Sieger übrig bleibt. Schon gibt es 6 Fahrzeuge nur noch. Lopez. Immer schön am ersten dranbleiben. Freddy ist weg vom Fenster. Dann sind nur noch 5. Den überholen könnten wir. Wäre schon wichtig. Der Felix ist auch raus. Oh, sorry. Sorry. Jetzt habe ich den umgedreht und das hat Blanco ausgenutzt. Schon sind es nur noch 3. Es wird immer enger, Freunde. Nein! Gerade jetzt darf das nicht passieren. Dieser Fahrfehler, Freunde. Oh, geschafft, yes, super, klasse, Freunde, erster im Elimination und direkt ein überlebender Trophäe gewonnen, dafür eliminated, alle ausgeschaltet, nur Levis ist noch übrig, Freunde, dafür gibt's wie viele Punkte, schöne viele Punkte, gleich 3 Sterne. So, Leute. Ja, das sind schon mal diese 3 Rennen. Dann gibt es den Typen, wie gesagt, er ist der erste Endgegner. Dann gibt es dieses Offroad Mixtape. Diese 4 Rennen sind DLCs. Und dann gibt es Folge 1, wo mir nur ein Stern fehlt. Also, mein Fazit, Freunde, das Spiel habe ich mir für 10 Euro bekommen von Saturn, Freunde. Der Preis ist richtig gut. Gibt es auch bei Amazon für 10 Euro. Vollpreistitel würde ich jetzt dafür nicht zahlen wollen, aber 30 Euro ist das Spiel auf jeden Fall wert. Und wenn ihr es für 10 Euro findet, schnappt zu, Freunde.
Lasst uns in eure Sammlung wandern. Ein richtig geiles Offroad-Rallye-Schmutzmach-Spiel, Freunde. Es macht einfach Spaß, macht Laune. Und das war das erste Video zu Gravel, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht mache ich ja noch mehr Videos solcher Art, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, kommentiert und Daumen gebt. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.